Hallo, hier ist Rolf von Tesla Owners US. Und heute sind wir ein rückkehrender Customer oder ein rückkehrender Kunde. Und zwar wegen der guten Qualität. Und sowas empfehle ich eigentlich Tesla auch. Gute Qualität erzeugt gute Customers, die wieder zurückkommen. Und wir sind hier bei guten Qualität. Der Mann steht für gute Qualität, Herr Thomas. Und meine Frau hat mich immer genervt. Hey, was mit meinem Auto? Was mit meinem Auto? Das muss auch mal wieder gemacht werden. Und hier sind wir. Und das zeigen wir euch nach dem Intro. Okay. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. So, Thomas, da ist das Prachtstück. Ja. Fast 8 Jahre alt. Mhm. Und pass auf, hier ist alles Folie. Das sind ein paar Stellen an der Folie, da kannst du nicht viel dran machen. Da kannst du nur sagen, ob man es ein bisschen heiß machen kann und ein bisschen glätten. Ja, ja, ja. Ja. Da ist ein, hier auf der Seite ist ein Kratzer, hier voll angeschabt. Das ist sogar bis zum Weißen runtergegangen. Ja, da ist die Folie schon abgerissen. Ja. Runter bis auf die Farbe. Wie immer du das gut machen kannst, ja, das ging wahrscheinlich. Ja, irgendwie. Und dann sind überall Kratzer und den ganzen Ding. Besonders hier, weil hier ist mal die Scheibe, hier ist mal eingebrochen worden, die Scheibe eingeschlagen und die ganzen Reste sind hier drauf gefallen. Ja. Und ja, deshalb hast du so eine Kratzer da drauf. Ja. Also ich mache da nicht freiwillig so eine Kratzer drauf. Der, bei der Felge, das ist mehr was für eigentlich eine Felgenreparatur, aber das ist nur, das mag nur so vorübergehend gemacht werden. Ich muss das eigentlich mal zur Felgenreparatur bringen, dass die ja, das machen. Ja, das ist runter bis aufs ja, Metall, da ja, ist die Farbe schon gut. So was immer du da dann drauf ein bisschen anschleifen und Touch-up drauf machen kannst, das reicht. Okay. Da gucke ich jetzt nicht so hin. Das muss ich ja nochmal zur Reparatur bringen lassen. Ne? Man siehst du auch hier die lilanen Bremssättel. Bremssättel, ja. Es ist powder-coated, also pulverisiert. Schön, ne? Sauber. Hier. Damit die wieder schön leuchten. Und das hier ist das Gummi, dieses Dip, Black ah, Dip. Plasti-Dip, ja, ja. Plasti-Dip oder wie das heißt. Und das geht langsam ab. Ja. Wenn du so ein schwarzes Zeug hast, ist gut. Was immer wir daraus machen können, das Beste. Ich vertraue dir deine Fachkenntnisse. Ja, da können wir eine Teilreparatur machen. Genau. Das blättert so langsam ab. Vielleicht haben die das vorher nicht richtig angeschliffen, hier siehst du auch genau, hier. Das, nee, das muss man nicht richtig anschleifen. Das ist, man muss halt nur viel mit Alkohol arbeiten, damit die Fläche wirklich, ach wirklich so, rein ist. Und dann muss man das eigentlich ziemlich dick aufsprühen. Was man ja aber leider hier sieht, das ist ziemlich dünn. Dünn aufgesprüht, ja, ne? Ja. Ja, guck mal, hier sind überall Kratzer, ne? Sonst noch dran. Ja, das ja, kommt wahrscheinlich. Hier das sind auch ein bisschen tiefere drin. Und auch tiefere Kratzer drin, ne? Ja, ja. Du machst das schon, das glaube ich schon hier. Ich weiß nicht, ob hier was da dran ist, wenn da was machen muss. So, das ist auch Folie. Das kannst du nicht reparieren, das ist irgendwie so rausgedrückt. Ist das rausgekommen? Ja, ist rausgekommen, das ist, weil das jemand wahrscheinlich hier falsch aufgesetzt hat. Das ist hier eingebrochen, hier drunter. Aber da kannst du nicht viel dran machen. Vielleicht was zum Kleben unterlegen, damit das da dran pappt. Weißt du? Wisst ihr das da drunter? Oh, ja. Das ist falsch aufgesetzt worden. Ja, ansonsten, hey, it's all yours, sag ich mal, das ist alles deins. Ja. Alles schön machen mit dem Auto und wir vertrauen deiner Fachkenntnisse. Schön dokumentieren, damit wir den ganzen Prozess ja, vom jetzigen Zustand wieder zurück zum Factory New. Genau, so wir wollen das auch nochmal dokumentieren, wie dieses Auto aufgearbeitet wird. Und da ich sehr zufrieden war mit deinen vorigen Sachen, hier kommt ein neues schwarzes Auto. Ja? Okay. Viel Spaß da dran und dann kommt noch ein zweiter Teil, wo wir dann genau zeigen, was da gemacht worden ist. Ja? Okay.
sind wir wieder zurück und ich glaube, ich habe ein paar Bilder von ihm bekommen, die ich da vorher noch eingespielt habe. Und die wollte ich euch zeigen. Und jetzt habe ich sie noch nicht gesehen. Ich habe erst mal die Bilder eingespult, wie er die Aufarbeitung gemacht hat, der Thomas. Aber dann wollen wir mal sehen, was aus dem Prachtstück geworden ist, das mittlerweile schon 8 Jahre alt ist. Oder 8 Jahre alt wird im Oktober. Und dann fällt die komplette Garantie raus. Da muss ich auch noch was anderes zu machen später. Aber das schauen wir uns mal an, wie toll das geworden ist. Und was ich noch zur Qualität sagen wollte. Ganz wichtig ist, wenn man einen Kunden haben möchte und auch, dass er wiederkommt, da muss man gute Qualität liefern. Und wenn man Kunden erworben hat, das ist eine Sache. Die haben das Auto gekauft vielleicht, auch bei Tesla ist das so. Und das Auto gekauft. Und die muss man dann gut behandeln, dass sie dann auch wiederkommen. Und wenn das dann mal mit der Qualität nicht so klappt, dann ist das wirklich ein Problem. Und zwar haben wir das dadurch gemerkt, ich habe mal in der Food-Industrie gearbeitet, also in der Lebensmittelbranche. Und wenn du dort ein schlechtes Produkt auf den Markt gebracht hast und Kunden hatten das, dann haben wir immer davon, sind wir immer davon ausgegangen, bevor ein Kunde eine Reklamation geschrieben hat an den Hersteller, sind das 3000 andere Kunden, die sich nicht damit die Mühe gemacht haben, eine Reklamation zu schreiben. Und das war ganz wichtig. Wenn man einmal den Kunden vergrault hat, dann ist es wirklich ganz schwer, den wieder zurückzubekommen. Und das wünsche ich eigentlich für Tesla. Aber zurzeit geht das ein bisschen in die andere Richtung. Und das müssen wir ein bisschen wieder korrigieren, weil das werden andere Leute werden wieder aufholen, andere Firmen wieder aufholen. Der Technologievorsprung ist natürlich immens. Ja, und dann sind wir bald da und dann wollen wir uns mal das Auto angucken, wie es geworden ist. So, da sind wir jetzt und wir sind wieder da und Thomas ist auch wieder da. Hallöchen. Und gute Qualität, Kunden kommen immer zurück. Und jetzt wollen wir mal schauen, was er da so gemacht hat. Ich habe meine Frau noch nicht reingeholt, das ist ja eine Überraschung. Mal sehen, ob sie kommt. Die muss ja den Wagen fahren. Ja? Und das werden wir uns genau anschauen. Und jetzt erzählt uns erstmal der Thomas, was er hier alles gemacht hat an dem Wagen. Genau. Gut. Ja, also wie gesagt, du bist hier als Kunde wieder zurückgekommen, natürlich, weil der Roadster
einsame Spitze ausgesehen hat am Ende. Und das Gleiche wollten wir natürlich zu dem Model S auch dazu beitragen, damit es wieder auch wunderschön aussieht. Und ja, schon wie du es gesagt hattest, das Fahrzeug ist mit sehr, sehr vielen Waschkratzern, die von den automatisierten Waschstraßen eingebürstet. Ja, man kann es wirklich so sagen, die Kratzer werden eingebürstet in den Lack. Das Problem ist auch mit Schwarz, das ist sehr, sehr weich und das zerkratzt sehr schnell. Also ich würde auch an der Stelle jeden empfehlen, der ein schwarzes Auto hat, es nicht durch die Waschstraße zu schieben. Das Auto komplett nochmal neu gewaschen. Dann hast du das ausgebuffert, ne? Genau. Also das Fahrzeug unterläuft einer tiefen Handwäsche. Danach wird das dekontaminiert. Dekontaminiert bedeutet, das Fahrzeug wird abgeknetet. Es gibt ein Eisen oder sowas wie ein Felgenreiniger, der aber auch sicher ist für die Lackoberfläche, um halt Eisenpartikel aus dem Lack herauszuziehen. Und ja, wie gesagt, das wird alles abgeknetet. Dann habe ich eine mehrfachstufiges Polierverfahren angewandt, um so viel wie es geht aus diesem Lack wieder herauszuholen, aber mit dem Gedanken zu haben, im Kopf zu haben, dass es dass man versucht, so viel wie es geht vom Klarlack beizubehalten. Weil speziell hier im Southwest, in Arizona, haben wir das Problem mit den starken UV-Strahlungen und dass die Sonne hier ziemlich runterhagelt auf uns oder auf die Fahrzeuge auch. Und wenn man halt den Klarlack zu sehr ausdünnt, läuft man Gefahr, dass der Lack ausbrennt. Wie man das hier an manchen amerikanischen Fahrzeugen sieht, dass das einfach weiß wird und der Klarlack quasi abblättert. Und natürlich, ja, ganz zum Schluss haben wir es wie beim Roadster auch gemacht, haben wir die Keramikversiegelung draufgesetzt, um das Fahrzeug vor den, wie vorhin genannten, UV-Strahlungen zu schützen, aber auch weil der Lack halt auch wirklich sehr weich ist, mehr kratzresistent das Fahrzeug zu machen. Und dann hast du auch sogar vorne auf der Folie, auf der Klarsichtfolie, die hier vorne ist, ja, genau, sonst noch den Ceramic-Coating drauf gemacht. Genau, du hast ja vorne hier mit den beiden Seitenspiegeln, mhm, und dein kompletter vorderer Bereich, auch mit der Motorhaube, das ist alles mit das Steinschlagfolie gesichert ist, und das Ceramic-Coating kann man auch darauf auftragen. Es gibt halt spezielle Ceramic-Coatings, die sind halt dafür designt, um es auf dieses Klebar aufzubringen. So, und jetzt hast du mir den vorderen Trunk auch wie neu gemacht, ne? Genau. Was hast du da gemacht? Genau, da gibt es für das Plastik, ne, das wurde tiefengereinigt und danach wurde ein Dressing, wenn man das so sagen kann, ein Plastikauffrischer aufgetragen, der wasserbasierend ist. Also das ist alles, da ist nichts Öliges dabei, das wird auch nicht Staub anziehen. Und ja, wie man sieht, es wird den Plastik, lässt es wieder wirklich wie neu aussehen. Ja, dann hast du sogar die Ecke hier konsumiert. Genau, dieser kleine Unfall, dieser kleine Kratzer, den du hier hattest, was war alles weiß war, das ist alles weg. Dann war hier, wo sie eingebrochen hatten, dieses Stück hier. Genau, da habe ich Touch-up gemacht, so gut es ging. Ja. Natürlich, wir sprechen hier vom Glas, was innen Klarlack eingeschnitten hat. Ja. Das sind halt kleine Reparaturen, die ich durchgeführt habe. Genau, aber mit dem Touch-up haben wir es wirklich weniger sichtbar gemacht. Sieht gut aus, toll gemacht. Genau, ja, da habe ich das Touch-up auch drauf gemacht, weil du hast ja halt diese Kratzer, Schabungen auf der Felge, das ist auch alles weg oder weniger sichtbarer. Gummispray da, oder wie das heißt? Genau, das ist das Plastik-Dip, ja, was jetzt so ein bisschen im Kommen ist. Da hattest du ja auch schon deine Abschabungen oder das ist halt ein Älterungsprozess gewesen. Das habe ich auch alles erneuert. Dann hier genau, mal den ganzen Kofferraum schön aufgearbeitet hier. Die inneren Sachen hier im Kofferraum, hier lang,
alles. Naja, man versucht. Man versucht, so viel wie es geht zu machen. Ja. War spitzenmäßig. Ja. Da bedanken wir uns für. Und hoffe ich, meine Frau hat das gefallen. Dann wollen wir sie mal reinholen. So, mein Schatz, dann sag mal, was du von dem Auto hältst. Ja, guck mal ganz rum. Diese ganzen Kratzer, die ich da reingemacht habe, sind jetzt wieder draußen. Die sind wieder weg. Auch vorne der Kratzer, siehst du das mal, wie gut er es hingekriegt hat? Sieht aus wie ein neuer Mensch. Ja, ne? Und vorne, guck mal den Kofferraum, also den Frontkofferraum an. Siehst du das? Hat er eigentlich schon mit dem Gedanken gespielt, den Wagen lackieren zu lassen neu, aber das sieht ja toll aus. Ja, ist ja besser als lackieren. Ja. Ne? Günstiger vor allem. Ja. Um einiges günstiger. Ne? Ja. Vor allem ist dann auch noch die Frage, ob ich die gleiche Farbe kriegen würde. Ja. Ja, das kommt drauf an, genau. Ja. Dann hat er auch das, was sich abgepielt hat da, ne? Das tiefes Schwarz. Ja. Ja, ist wieder da. Ja. Und Cecilia mag auch gerne lila. Ja, die mag die lila Akzente. Ne? Nicht zu viel und nicht zu viel. Cecilia mag gerne lila. Oh, ich liebe es. Toll, ja. Klasse aus. Ich war total begeistert von der Elon Musk-Unterschrift. Ja. Oh, ja. Ist das wirklich? Ja. Ja. Da hat er ein Smile geschenkt. Ja, hast du das auch hingekriegt? Super. Hier, ja, das Ding hier. Ich hab vergessen, nur auf der Seite den wieder einzuklippen. Super, klasse. Ja, und das Lila Dashboard. Ja, Innenraum ist auch alles wieder sauber. Ja. Mein Mann soll. Hast du schön die Hundehaare alle weggekriegt? Ja. Ja, toll, ne? Toll, ja. Okay, jetzt darfst du die Freundin, dass wir den Wagen nach Hause fahren, mein Schatz. Ja. Okay. Kicking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Lay my troubles to rest, blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know it is just my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Someone else, I'm gonna be myself, I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this. Thank you.
faster car.